Bolzenschneider. Hallo? Ups, falsche Taste. Hat aber auch schon bessere Tage gesehen, die Puppe. Kann man die Tür wieder zumachen? Ne, okay. So, bin ich jetzt gerade so. Na gut. Nehmen wir doch den Bolzenschneider. Ja. Verfallenes Haus. Okay. Eine Videokassette gefunden. Die ist für den Videorekorder in dem ersten Raum. Aber erstmal gehen wir hoch zu den Treppen. Hallo? Also ich glaube, die sind gerade am Renovieren. Ich weiß es nicht. Die Angst, dass sie jeden Moment lebendig werden und mich anspringen oder irgendwas. Moment mal, standen die nicht gerade noch mit dem Rücken zu mir? Liebe Puppen, ganz liebe Puppen. Keine Arme, keine Kekse, würde ich sagen, ne? Tja, ich könnte mir eh nichts tun. So. Muss mal weiter, ob wir hier noch was finden. Okay, hier ist dicht. Gut. Mal in die andere Tür reinkommen. Hallo? Boah, nicht schon wieder, ey. Du bist lieb, ne? Was haben wir hier? Telefon. Ah, Umbrella. Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus? Das ist eine gute Frage. Und wer hat das geschrieben? Okay, er scheint tot zu sein. Hey, noch mehr Puppen. Also wer hier auch immer in diesem Haus wohnt, der scheint wohl eine Vorliebe für Puppen zu haben. Die Tür scheint abgeschlossen zu sein, aber ich bin jetzt auch hier. Vielleicht raus. Ja, hier scheint es dann draußen zu führen, ja. Gut. Wenn ich einen Schlüssel hätte, könnte ich das bestimmt auch tun. Oh, was liegt denn hier noch? Hallo? Munition. Und ein... Nein. Nein. Der Kellerschlüssel. Echt? Nee. Nee. Einfach nee. Ihr bleibt artig. Artig bleiben. Ja?
Bändchen in den Keller. Gesundheit. Ich gehe da jetzt lieber erstmal nicht rein. Schau mal, was der Keller sagt. Das kam gerade aus dem Keller. Der passt auch noch. Dietrich, okay, um einfache Schlösser zu knacken. Warte mal, einfache Schlösser? Wir hatten doch oben eine Schublade. Also bevor wir da jetzt reingehen, ich schau lieber nochmal nach. Ich meine, man muss ja so ein bisschen rumprobieren. Ich lauf mal ein bisschen schneller. Man hier in dem Spiel auch rennen kann. Gehen wir später rein. Gucken wir mal, ob das vielleicht mit der Schublade klappt. An. Oh, wir haben eine Axt gefunden. Gut, ja, ich frage mich gerade, ob es mich jetzt beruhigen sollte, dass wir jetzt eine Axt haben, oder mich das eher beunruhigen sollte. Hatten wir da oben waren noch Kisten, bin ich der Meinung. Nichts. Hier oben. Ups, Entschuldigung. Passiert. Oh, Pistolenmunition, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch eine Pistole finden. Kann die eigentlich auch zerklappen? Nee. Okay. Jetzt geht doch aber alle weg hier, ey. Mann. Ihr nervt. Und da noch Kisten. Eigentlich. Hab ich den Dietrich noch? Nee, schade. Plus? Ach nee, ah, okay, ich verstehe. Es sah gerade aus, als ob ich die mit irgendwas kombinieren könnte, aber es ist nur die Tastenbelegung. Könnte ich vielleicht die Tür aufschlagen? Nee, okay, also wir können nicht so randalieren, wie ich mir das erhofft habe. Okay. Was ist hier mit der Tür? Können wir da vielleicht die Bretter abschlagen? Nee. Okay, es sieht jetzt... Nee, sieht nicht gut aus. Ich glaube, da stehen wir morgen noch. Gut. Dann werde ich jetzt in den Keller gehen.
Egal, was da unten ist, ich komme. Oder auch nicht. Hallo? Warum hängen hier Leichen? Ja, na klar. Mir fällt nichts Besseres ein, als diese Leiche einfach mal zu treten. Gut. Lass mal kurz hier weiter. Kein Ventil. Weitergehen oder lieber doch erstmal wieder raus? Ich würde eigentlich gern rausgehen. Was ist denn hier? Was ist die Scheiße? Nein, raus hier! Nein! Lass mich in Ruhe! Oh, Scheiße! Fuck! Schnell vor! Okay, das kam jetzt sehr unerwartet. Aber ich glaube, wir haben das Ventil gefunden. Pistole, schön. Hätte man ja auch vorher mal brauchen können. Hinten rechtsklick zielt man, links angreifen. Okay. Kommt eigentlich wie in jedem normalen Shooter an. Gut, dann werden wir da nochmal runtergehen, oder? Das kannst du mich mal. Jetzt wird auf die Fresse. Komm her, Junge. Und das letzte Mal angepackt, Junge. Ist das klar? Boah, was? Junge. Alter, willst du mich verarschen? Keine Munition mehr. Wo hält der denn aus? Ist er jetzt weg? Fenster. Ich will ja auch eigentlich gar nicht länger bleiben, ne? Du Scheiße. Wir haben es tatsächlich geschafft, dieses Drecksvieh zu besiegen. Beziehungsweise zu verscheuchen. Ich glaube nicht, dass es tot ist. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ich habe es jetzt richtig gelesen. Wir haben jetzt den Dachbodenschlüssel. Leute mit Herzproblemen. Was zum... Alter, bin jetzt irgendwie infiziert oder irgendwas? Alter.
Nee. Nee, ich gehe jetzt nach oben. Und warum sind die Kisten wieder da? Ob das gut ausgeht? Junge, du bist nichts. Nur ein Mann ohne eine Familie.